Also ich habe eine Koch-Kellner-Lehre gemacht und das Ganze in Halbenrhein beim Gasthaus Wagner. Dann ganz klassisch das Bundesheer beendet und dann ist weitergegangen für mich kurz zum Steuerwirt. Dann kurz nach Bad Gleichenberg, dann weiter ins Burgenland, ins Balance-Saison. Dort habe ich nebenbei meinen Küchenmeister gemacht. Weiters bin ich dann nach Graz. Dort habe ich dann meinen ersten Kochwettbewerb gemacht und glücklicherweise auch gewonnen. Dann ist es weitergegangen nach Kärnten ins Seewestavon Sarg. Danach habe ich ein paar Stationen im Ausland gemacht, in Spanien und in Neuseeland. Dann wieder zurück in die Heimat, aber dann in die Südsteiermark, ins Loisium. Danach wieder nach Graz, in die Genießerei. Dann wieder zurück ins Vulkanland, in die Satianischturm und jetzt Corona-technisch halt von dort weg. Und so hat sich das in Ferien gegeben als Lili. Ich habe mit einem von meinen besten Freunden, mit Josef, schon 10 Jahre geplant, einmal ein Lokal zu machen. Wir haben schon so viele Ideen gehabt, so viele Projekte durchgerechnet und alles. Es hat aber nie wirklich gepasst. Ich wollte mich beruflich verändern, das war schon länger mein Wunsch. Bereich Gastro hätte ich mir ohne Walter wahrscheinlich nicht ausgesucht, muss ich ja ehrlich sagen. Aber es passt jetzt gut für mich, es ist abwechslungsreich, ich bin unter Leuten und das ist eigentlich das, was ich machen wollte. Einer unserer besten Freunde ist der Stern Andreas und mit dem sind wir da gesessen und haben uns das halt angeschaut. Und wie die Verena schon gesagt hat, es muss ein bisschen ein weiblicher Charme reinkommen. Da sind wir halt zu uns heimgefahren und wie soll das? Trinken wir halt so ein, zwei, vielleicht auch drei Flaschen Wein. Und es ist halt dann viel diskutiert geworden und es kommt halt immer so lustige Sachen raus. Und im Endeffekt hat die Verena eine Woche zuvor Trump, dass wir ein Dirndl kriegen. Und das Dirndl heißt Lili. Und Andreas hat das einfach so lustig gefunden und hat gesagt, passt, das ist genau der richtige Name. Und so haben wir uns für den Namen entschieden. Genau. Bei uns im Wirtshaus Lili gibt es grundlegend einmal zwei Schienen. Einmal das Wirtshaus Server, also die Wirtshauskarte, und einmal eine Fine Dining Karte. Das Fine Dining ist einfach eine lustige Geschichte, die wir einfach gerne machen und da zeigen wir einfach auch, was wir können, bis ganz nach oben hin. Und der Hauptpart jedoch ist das Wirtshaus. Also da fangen wir jetzt einmal an von bodenständigen Gerichten wie Gulasch, Schnitzel oder klassische Rindsuppen, wobei wir noch zusätzlich halt ein paar modernere Gerichte machen. Das Ganze ist einfach für uns wichtig, dass das Ganze einfach Spaß macht zum Essen und dass die Leute einfach zufrieden und satt heimgehen. Unsere Produkte versuchen wir so gut als möglich aus dem Vulkanland zu beziehen. Da haben wir sehr gute Partner, Produzenten, Bauern gefunden, mit denen wir einfach zusammenarbeiten und einfach schauen, was es zurzeit einfach gibt und das verkaufen wir. Also du hast eigentlich noch nie was gekocht, was ich gar nicht mehr habe. Manchmal. Taff. Manchmal gibt es natürlich ein paar Verbesserungspunkte, aber im Großen und Ganzen kochst du echt gut. Danke. Das Thema im Vulkanland hat sich ja die letzten 5 Jahre extrem weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile richtig, richtig gute Restaurants und super Betriebe. Die Bauern haben auch umgedacht, also es wird jetzt viel mehr verschiedene Sachen angebaut, also die Vielfalt, die wir da jetzt haben, ist ja enorm. Natürlich jetzt auch mit der Route 66 erweitert das Ganze noch und macht das Ganze noch viel interessanter. Für uns, ich glaube, du als Weizmann hast du jetzt auch extrem da eingeklebt, oder? Für uns ist es einfach super schön da und so gefällt es. Der Termin um Vulkanland gefällt mir besonders gut, dass der Genuss so groß geschrieben wird. Egal wo man hinfährt, man kriegt überall ein gutes Essen, eine gute Jausen und vor allem auch viel guten Wein. Und das finde ich das Besondere an der Region da. Also mit dem Lili stehen wir ja noch ganz am Anfang eigentlich und da ist es unser Ziel, dass wir uns da fix etablieren in der Region, dass wir in Zukunft auch viele Gäste haben und dass wir das einfach erfolgreich führen können. Ich glaube, das Wichtigste für unsere Zukunft da im Lili ist einfach, dass wir weiterhin Spaß am Arbeiten haben, immer neugierig bleiben, neue Sachen ausprobieren und dass die Gäste zufrieden sind.